Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Wir machen einen Abstecher nach Griechenland, genauer gesagt auf die Insel Syros. Sportschütze Christian Reitz hat im Rahmen der Olympischen Spiele eine Reise für zwei Personen gewonnen. Eine Woche Urlaub mit seiner Freundin in traumhafter Umgebung. Für ihn der zweite Höhepunkt des Jahres, nach seiner Goldmedaille in Rio mit der Schnellfeuerpistole. Der schönste Moment für mich war natürlich schon auf dem Treppchen, als dann die Nationalhymne gespielt wurde. Das war auch, glaube ich, so der erste Moment, wo es wirklich bei mir angekommen ist, dass das jetzt für mich ist, dass das für meine Goldmedaille ist, die ich da gewinnen konnte. Er hat etwas Besonderes geschafft, darf sich ab jetzt Olympiasieger nennen. Auch Sportschützen müssen viel trainieren. Daher ist die Zeit nach Olympia für Christian Reitz besonders wertvoll. Klar wird jetzt erst noch mal ein bisschen Zeit für was anderes sein, aber dann geht es schon Ende des Jahres geht es dann wieder mit der Bundesliga Luftpistole weiter. Und dann nächste Saison geht es im Endeffekt schon wieder im Hinblick auf Tokio 2020, geht es dann halt schon weiter und vor den Olympischen oder nach den Olympischen Spielen ist vor den Olympischen Spielen. Und es ist die Zeit, in der Sportschützen in Deutschland kaum Beachtung finden. Von Interesse ist ihre Sportart eigentlich nur bei den Olympischen Spielen. Christian Reitz hofft, dass sich das Image durch die Erfolge von Rio ändert. Also was ich mir wünschen würde, dass wir als Sportschützen auch als solche akzeptiert werden, als Sportler, die ihren Sport ausüben und versuchen, in sportlichen Wettkämpfen ihr Bestes zu geben. Und dass wir auch nicht immer von den Medien immer so ein bisschen ins schlechte Licht gerückt werden, wenn irgendwo was Schlimmes passiert, was garantiert schlimm ist. Aber halt eben nicht im direkten Zusammenhang mit uns steht. Klar gibt es überall schwarze Schafe, aber es ist dann halt eben immer schade, wenn wir dann halt eben wirklich insgesamt als Sportschützen direkt schlecht gemacht werden. In seiner Disziplin hat sich einiges getan in den letzten Jahren, um attraktiver für das Publikum zu werden. Die Sportschützen hoffen, dadurch etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, auch abseits der Olympischen Spiele. Und gleich bei Vision Gold, wir treffen Bahnrad-Olympiasiegerin Christina Vogel in ihrem Lieblingscafé in Erfurt. Mit Judoka Miriam Rupper spielen wir eine Partie Tischtennis in Köln. Und mit Zehnkämpfer Kai Kaczmirek unterhalten wir uns am Deutschen Eck in Koblenz. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.